Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 7. März 2019 mit dem Video wieder mal eine Skatlegung, eine kürzere Legung. Also ich möchte kurz und prägnant hier die Botschaften für dich rüberbringen. Also Stand der Dinge jetzt. So, ich beginne mit eine kurze Meditation. Dafür bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und einfach in der Energie der Kristallschale eintauchst und dich selber konzentrierst oder auf deine jeweilige Thema. Die meisten haben Liebesthemen, also deswegen werde ich auch mehr über Liebe hier reden, ob das jetzt dein Partner ist, Seelenpartner ist. Also einfach lass dich da drauf ein, auf dieses Gefühl und schließe die Augen. Ich hoffe, du konntest entspannen und bist du bereit für die Legung. Hier die Skatkarten. Da geht es um eine junge Frau, um eine junge, intelligente, ehrliche Frau, die alles wunderbar im Griff hat. Bitte konzentriere dich und frage dich, warum geht es hier heute? Was wollen die Karten dir? Wow! Also es geht heute auch um die Erfüllung in der Liebe. Ja, wie ich auch schon bereits sagte, das ist eine Liebeslegung. Ja, um die Nähe, um Verbundenheit, um Nähe, um das Gefühl, ja. Ja, und da kommt auch noch die Sehnsucht und die Anziehung und die Verliebtheit und also alles, die Freude, alles einfach, was mit Liebe zu tun hat. Und hier auch mit der Partnerschaft. Das ist das Thema heute. So, meine Lieben, dann bitte ich die Engel, bis ich ein Zeichen kriege, dass ich das hier, also die Karten auslege, so und schon bereit, die Karten auszulegen. So, was ist gerade heute los? Also die Stand der Dinge heute. Ja, das ist dann auch immer kurz und auf den Punkt. Ist auch nicht eine Woche vor oder eine Woche danach, da weiß man auch nicht, ob das dann auch zu dem jeweiligen passt oder zutrifft. Natürlich macht man sich Gedanken, passt das jetzt auf meine Situation oder doch nicht. Aber du kannst ja auch natürlich eine persönliche Legung bei mir buchen. Allerdings mit was Wartezeit, also ganz beliebt sind die Skatlegungen bei euch. Also sehr gerne ab nächste Woche neue Termine hier auch für dich frei. So, was ist jetzt gerade los bei euch oder bei dir? Oder bei deinem Seelenpartner, was ist jetzt gerade da los? So, wollen wir mal schauen, ob du jetzt heute auch in dieser Gruppe bist. Aber ich müsste vielleicht auch so als Probe ein Paar oder ein Seelenpaar, das ich mir so vor dem geistigen Auge vorstelle und immer wieder auf die Frage, weil das schwankt ja je nachdem. Einmal zeigt sich das so und einmal zeigt sich das so, dass es jetzt wirklich eine individuelle Botschaft ist. Wiederum finde ich das schön, weil so hat jeder die Chance, auch mal selber dran zu kommen. Und jeder hat die Chance mal vielleicht, dass es hier diese Legung für denjenigen auch passt. Also ich gebe mein Bestes, ich lasse mich intuitiv ohnehin leiten. So, momentan befindest du dich jetzt gerade sehr in deinem Kopf, also gar nicht so im Gefühl, auch wenn es um die Liebe geht, aber du analysierst sehr viel. Das zeigt sich hier bei mir und ja, im Kopf hast du, also im Grunde hast du Themen wie Familie, also das ist deine große Thematik und ob da auch noch mal eine Möglichkeit gibt für ein Wachstum. Also Familie ist das für dich überhaupt momentan das Thema. Vielleicht machst du dir aber auch Gedanken über eine Ausbildung oder befindest dich gerade irgendwie für eine Fortbildung
Und machst du dir auch Gedanken um Neuanfang, um deine Karriere, wie soll das hier weitergehen? Darüber machst du auch Gedanken und da bist du auch eventuell recht unschlüssig. Also du hast da auch manche Zweifel noch, brauche ich das nicht, wo führt mich denn mein Weg? Solche Themen kommen hoch. Und natürlich müsstest du auch mal hier so ein bisschen eine Richtung festlegen, allerdings auch eine Entscheidung treffen und die Verantwortung übernehmen und nicht, was jetzt in der Vergangenheit war, sei jetzt auch mit deiner Familie oder sei es auch jetzt im Beruf, dass du eine klare Linie hast. Also das wäre ganz, ganz wichtig, weil also immer eine Klarheit, solange du dich nicht entscheidest, kann auch so im Universum auch nicht also umgesetzt werden. Also du brauchst hier schon Klarheit. Also ich nehme auch hier mit, dass du halt auch hier irgendwie auch Gedanken über jemand hast. Also vielleicht ist das auch deine Freundin, die sich hier zeigt oder eine Familienmitglied. Also es geht hier um jemand, ja, also um die Erfüllung in der Liebe. Also darüber wird auch nachgedacht. Vielleicht hast du auch gerade eine Tochter hier, worüber du dir sehr Gedanken machst, wie ist das jetzt? Oder ein Kind generell. Dieses Kind ist, im Grunde ist das jemand Ehrliches, was Liebes, momentan vielleicht auch eine schwierige Phase, dass diejenige sich was zurückzieht oder so ein bisschen überheblich rüberkommt, dass du sagst, Mensch, was ist denn da los? Vielleicht ist dein Kind gerade in der Pubertät, dass du sagst, ja, also dieser Umgang und ja, die Art, wie das sich zeigt, also mit dieser Überheblichkeit, vielleicht macht dir das auch Gedanken, dann denkst du eventuell auch, ist die jetzt verliebt oder ist er jetzt verliebt? Das kann ja auch hier beide Geschlechter also hindeuten oder definieren. Und ja, du wünschst dir endlich mal einen Erfolg und Zufriedenheit, dass da auch mal ruhiger hier bei euch weitergeht. Also das beschäftigt dich mit deinem Kind momentan. Und was du nicht wahrhaben willst, dass also im Grunde am besten wäre, wenn sich hier dein Kind wirklich verliebt, hier, also ist die Karte der Zufriedenheit und Harmonie, weil dann wäre dein Kind was ausgeglichen. Also da wäre dann natürlich auch ruhiger, weil dieses Gefühl, der größte Glück, also ist derjenige dann halt ruhiger. Wenn ich das jetzt hier auf deine Freundin also die Karte lese auf deine Freundin, kann sein, dass deine Freundin, die gar nicht so ganz ehrlich ist und nicht alles sagt, dennoch hier, also irgendwie vielleicht auch heimlich verliebt ist oder einen heimlichen Verehrer hat, wo sie hinschaut und dass dir das auch gar nicht gesagt hat oder du das gar nicht mitbekommen hast. Das kann dich auch beschäftigen. Also im Kopf machst du dir momentan sehr viele Gedanken über deine Familie, über die größte Erfüllung in der Liebe, Partnerschaft, die Anziehungskraft. Also das beschäftigt dich momentan sehr. Vielleicht wünschst du dir so eine Partnerschaft, weil du vielleicht auch alleine bist und sehnst du dich nach jemand. Das sind Themen, die jetzt nochmal bei dir hochkommen. Und natürlich auch, dass du, dass dir das bewusst ist, dass du manche Dinge anschauen solltest. Also das ist dir dann noch bewusst und dass du dir auch dir gegenüber ehrlich bist und auch die Spiritualität mit einbeziehst in dein eigenen Schicksal. Also wie geht das jetzt mit dir weiter? Also vor dir sehe ich die Unentschlossenheit. Diese Unentschlossenheit hat eventuell mit deinem Mann zu tun oder mit deinem Noch-Partner. Ja, und dann müsstest du diese Unentschlossenheit mal erfolgreich ablegen, sage ich mal, und also zu deinem Mann eventuell stehen, damit das auch hier weitergehen kann mit euch oder dass du dich entscheidest. Also ich nehme hier auch eine Liebe wahr. Also du schaust hier, schau mal das Gesicht, also du schaust hier schon einen anderen Mann an, also kann auch eine Seelenpartner sein. Wiederum sehe ich hier,
deinen Partner auch als Seelenpartner. Es gibt ja mehrere. Vielleicht seid ihr karmisch miteinander verbunden und dein Seelenpartner dient, Entschuldigung, dein Seelenpartner dient lediglich dazu da, dass diese Herzheilung hier stattfindet, also dass du aus diesen Tränen und Traurigkeit und Kummer rauskommst, damit du dein Herz öffnen kannst für diese, für deinen Mann. Vielleicht dient das wirklich nur zum Herzheilung für dich und gar nicht als gelebte Beziehung, Entschuldigung. Also wo du jetzt genau hinschaust, also ich nehme dich hier als sehr traurig, sehr ja, dass du dir sehr viele Gedanken, sehr, sehr viele Sorgen machst, also das zieht dich generell sehr runter und ja, vielleicht machst du dir aber auch Gedanken um eine ältere Dame, das kann auch deine Mutter sein oder eine ältere Dame, die jetzt, sagen wir mal, gerade hier in deinem Haus und Umgebung, also in unmittelbarer Nähe sich befindet. Das kann auch sein, dass du dir darüber Gedanken machst. Also wie es hier unten weitergeht, also soweit ich deinen Partner wahrnehme hier auch, ja, der ist etwas kühler, also überhaupt gar nicht romantisch und du träumst hier von der Romantik hier bei deinem Gegenüber, also bei deinem eventuell Seelenpartner, der weit, weit weg ist. Also der hier, dieser Mensch strahlt also ganz viel Lebensfreude aus, also so eine leichte Art und danach sehnst du dich. Dein Partner ist was zurückhaltender, ist was reservierter, zeigt sich hier was strenger, vielleicht auch eifersüchtig. Der kommt aber immer mehr in seine Kraft durch den Rückzug, so kommt er mehr in seine Kraft. Also es zeigt sich hier, dass er also mehr Lebensenergie hat, mehr seine Gedanken sortiert. Wir haben ja auch ganz viele energetische Prozesse, jetzt auch im März, also gestern schon den Neumond. Das macht ja auch mit uns Menschen was. Ja, und die Portaltage stehen ja auch kurz vor der Tür. Und auch wenn der jetzt sowas reserviert rüberkommt, also es findet aber kontinuierlich eine schöne Austausch hier zwischen euch statt. Also eine schöne fließende Kommunikation. So, was ist bei deinem Seelenpartner gerade los? Also ich sehe hier die Weite, das kann jetzt vieles bedeuten. Entweder, dass ihr räumlich voneinander entfernt seid oder einen Urlaub plant. Oder aber auch, dass er so auf der Erbe wartet. Das kann das auch bedeuten. Und also es gibt hier Probleme, eventuell auch mit den Nachrichten, mit der Post und auch etwas Verzögerung, vielleicht auch mit bestimmten Dokumenten. Falls jetzt hier um Erbe geht, gibt es Probleme um bestimmte Dokumente, um Nachrichten, um Verzögerung. Aber auch, es kann sein, also dass hier die Nachrichten, die zwischen euch stattfinden sollten, da gibt es, also er hat selber persönliche Probleme und darum kommt das jetzt im Moment gar nicht. Was denkt er denn gerade? So, was beschäftigt ihn im Kopf? Also er ärgert sich auch schon über irgendetwas und er spürt ja auch diese Nähe zu dir. Und also da es jetzt wirklich keine Kommunikation stattfindet, ja, das zieht ihm auch generell was runter. Also wenn ich das jetzt so sehe, ja, das macht ihm auch so ein bisschen krank. Also ich nehme jetzt bei deinem Seelenpartner auch noch eine ältere Dame vor. Also eine ältere Dame, also entweder ist da noch eine Mutter an seiner Seite, dass er sich um Mutter kümmern soll, oder eine Frau, die also sehr, ja, diese Mütterlichkeit ausstrahlt oder ja, etwas älter ist und die auch, ja, so ein bisschen schon alles im Griff hat, also alles im Blick hat, also Emotionen kontrolliert, wie dein Seelenpartner reagiert, also deswegen vielleicht auch so ein bisschen Stress. Also das ist eine Frau, die also sehr treu ist, also generell eine sehr treue Frau, da kann man sich auch darauf verlassen, sie ist sehr schön, sie hat eine warme Art, vielleicht hat er auch eine Partnerin da und vielleicht ist sie halt auch sehr feinfühlig und merkt, wenn der an dich denkt oder wenn da die Energie zwischen euch da ist. So, jetzt schauen wir mal
hier, was dein Seelenpartner, also die Nähe ist da oder unmittelbar. Also es geht bei deinem Seelenpartner um Haus, um Umgebung. Also es geht bei ihm um diese größte emotionale Glück, bei sich selber zu finden und bei sich selber zu Hause anzukommen. Das ist sein Intention, also dass er endlich glücklich und erfüllt ist. Das wünscht er sich, dass er wirklich da ankommt und wieder in seine Kraft kommt, in seine Männlichkeit kommt, in seine Lebensfreude kommt. Und das wird er auch. Was jetzt momentan hier noch so ein bisschen bei deinem Gegenüber sich zeigt, dass da auch immer wieder so Gedanken ihm aus dem Gleichgewicht kippen oder so bestimmte Themen hochkommen, die ihn an der Stabilität, einfach an dem Stabilität hindern, dass er also nicht ganz in seine Stabilität ist. Bei dir sehe ich auch, dass du wiederum in deinen Gedanken, in deinem Entwicklungsprozess also recht stabil bist, also Herzheilung hier, also du heilst ja immer mehr, auch wenn jetzt Tränen bei dir fließen, Tränen sind immer ein Stück Heilung und allerdings auch, dass du immer mehr in deine Kraft kommst, in deine Stabilität, dass dich dieser Prozess gar nicht mehr so fertig macht wie am Anfang. Und auch hier die Kraft und die Lebensfreude, du nutzt jetzt diese Energie und die Spiritualität, damit du mehr in deine Kraft kommst, in deine Lebensfreude kommst. Ja, damit du einfach ja, für viele Dinge dich auch begeistern kannst. Um dich herum spielt ja natürlich die größte Erfüllung in der Liebe und die Familie spielt für dich eine große Rolle. Also es gibt immer wieder Ärger, auch hier mit dieser Frau. Also entweder hast du hier eine Freundin oder irgendwie hast du hier eine dunkle Frau, wo du dich sehr mit beschäftigt. Also beschäftigst. Sie kann auch wirklich jemand sein, die nicht ganz ehrlich zu dir ist. Also dass du so, entweder hast du Stress mit jemand oder irgendwie eine Abneigung, da ist irgendwie das Groll, der Kummer ist irgendwie da, die Tränen sind da, du hast dich sehr irgendwie geärgert und ja, ihr dreht auch die Köpfe voneinander weg, da ist also einfach eine schlechte Stimmung da. Also wenn ich das jetzt so um dich herum deute, also da ist auch eine gewisse Unentschlossenheit noch, also wie du weitergehen sollst. Und das raubt dir noch recht so hier die Kraft, dass du nicht in deine Kraft bist einfach. Bei deinem Gegenüber, also ist die Nähe, der hat ja auch ganz viele, Kreuzkarten. Also die 7, die Weite ist auch, die 8, also das ist auch gar nicht so schön bei dem. Und auch so diese Gedanken, was jetzt gerade bei ihm stattfinden. Eventuell hat hier Stress, also entweder hat er Stress mit seiner Mutter oder eventuell mit einer Partnerin. Also es geht bei deinem Gegenüber, es geht auch viel das Thema, also Finanzen oder das Haus und das raubt ihm auch so ein bisschen die Lebensfreude, also die Stabilität. So kann ich das jetzt von diesem Blatt deuten. So, ich würde jetzt auch gerne die Karten auszählen. Ich hoffe, dass es für den einen oder den anderen auch heute gepasst hat. Wenn das nicht der Fall ist, sichere dir einen Termin. Also ich arbeite mit Terminen. Schreibst du mir bitte eine E-Mail, also die Termine, nur über den E-Mail, also den Kontaktformular meiner Homepage. Und also Terminbeantwortungen ab jetzt, heute, zwischen 19 und 20 Uhr täglich beantworte ich deine Fragen. Also innerhalb 24 Stunden bekommst du also die Frage dann beantwortet. Also mach dir keine Gedanken. Also da habe ich nicht die Zeit, also zwischendurch immer präsent zu sein. Also ich habe viele Beratungen. Deswegen habt ihr auch bitte Verständnis. Also du bekommst dann den Tag darauf Bescheid. Auf jeden Fall, wenn du mir eine Nachricht schreibst. So, dann zähle ich jetzt die Karten aus.
So, ich glaube, da habe ich das schon. Ja, habe ich schon. So, ich lege jetzt hier die Karten drauf. Das sollte heute eine kurze Legung sein, damit du das auch anschauen kannst. So, dein Herzensmensch, weil dein Herz schlägt für deinen Herzensmensch und natürlich auf die Liebe und Partnerschaft. Jetzt auf die Nachrichten habe ich gar nicht gelegt, aber wenn ich das schaffe, werde ich heute noch ein paar Videos machen. So, auf dich kommt schon die Nähe, die Verbundenheit und ja, also auch, also du bist auch ehrlich mit dir und hast du also viele Dinge auch erkannt und du bist auch intelligent genug, dass du weißt, dass du noch bei dir bestimmte Blockaden hast oder bestimmte Themen hast, was du wirklich anschauen solltest aus deiner Vergangenheit. Wenn was im Leben nicht weiterläuft, sei es beruflich, sei es in der Partnerschaft oder so. Das ist, die Blockaden sind nie im Außen, sondern in uns, im Inneren. Und deswegen auch so wertvoll diese karmische Blockadenlösung, die ich anbiete. Das ist da auch wirklich wertvoll, weil ich da in den Themen mit dir auch mit der Hypnose reingehe und dein Unterbewusstsein, alles so Schwere oder auch was von früher dich an frühere Partnerschaften oder aus dem früheren Leben bestimmte Menschen binden, karmisch, können auch losgelassen werden. Man fühlt sich viel, viel, viel befreiter. Also, das hast du noch im Angebot, kannst du dir das noch buchen? Also, wenn du das in dieser Woche buchst, bekommst du noch zu diesem Preis. Also, sichere dir einen Termin, es lohnt sich, du sparst da auch einiges. Und natürlich auch kannst du ja auch mein Monatsangebot, was ich noch gar nicht erstellt habe, aber was ich im Laufe des Tages machen werde, ich werde jetzt ein total schönes Monatsangebot hier in meinem Shop anbieten. Diesbezüglich kannst du das auch anschauen, also immer auf meine Webseite, also im Shop schauen. So, bei deinem Seelenpartner ist ja definitiv der Seelenpartner, siehst du, und die Stabilität allerdings hier mit dieser Frau. Also er wird noch auf jeden Fall ein Stück mit dieser Frau gehen. Ja, also auch wenn es dein Seelenpartner ist, vielleicht hat er dann eine andere Partnerin oder eine karmische Partnerin oder ist das seine Seelenpartnerin, wo die auch ein Thema oder ein karmisches Thema miteinander haben. Also zeigt sich das hier. Also falls du jetzt hier bei dieser Legung dabei warst. So, hier die Erfüllung in der Liebe kommt, der Erfolg und Zufriedenheit. Also es wird schon auf dich zukommen, allerdings nicht heute und nicht morgen. Also das ist dann immer wieder ein Prozess. Und auf der Partnerschaft zeigt sich auch noch hier dein Mann. Also oder dein Partner, der noch präsent da ist. Also ich nehme hier auch eine ganz kunterbunte Mischung mit heute bei den Legungen. Da sind aber mehrere Personenkarten auch gefallen. Also ich nehme auch noch wahr, wahrscheinlich du bist auch noch in Partnerschaft und dein Gegenüber auch. Also dass das sozusagen eine Viererkonstellation wäre. Und hier zeigt sich auf der Partnerschaft, dass dein Mann auch immer mehr in seine Kraft, in seine Energie kommt, in sein Selbstbewusstsein, in seine Begeisterung. Das ist doch toll. Wir haben jetzt Frühling, wir haben den März und da kommt auch eine neue Energie. Am 21. haben wir auch den Frühlingsanfang. So stand die Dinge war das heute jetzt. Ich ziehe dir noch eine Karte, also eine Tarotkarte, einfach als ein Hinweis für dich. Und bitte schließ die Augen und frage etwas. Also frage, jeder kann jetzt individuell fragen, was er fragen möchte. So, und da kam auch schon die erste Karte. Das ist ja unglaublich, wie schnell das geht. Und der Hierophant kommt hier für dich, der Hierophant. So, also wenn ich heute noch schaffe, auf jeden Fall werde ich noch ein Video machen. Also ich verspreche aber nichts, weil ich habe auch schon einige Termine. So, und wenn, dann wird das auch ein kurzes Video sein. Also der Hohepriester, es geht darum, ein spiritueller Meister, Lehrer oder Berater,
Also höchste Transformation, also entweder, dass du dich spirituell weiterentwickeln sollst, ja, oder dir jemand, so ein Mensch begegnet. Die Suche nach dir selbst führt dich in spirituelle Bereiche und diese Karte ist ein Hinweis, dass ein spiritueller Lehrer, Meister in deiner Nähe sein könnte. Sei bereit, diesen spirituellen Meister oder Lehrer zu begegnen. Das sagt dir die Karte, dass du hier auch diese Seelenpartnerschaft eventuell bekommen hast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Und von wem fühlst du dich angezogen, von welchem Meister, von welchem Lehrer? Und dass du dich mit Spiritualität allgemein beschäftigst. Und dass du auch so innehältst bei dir, also wirklich im Herzen auch mal lauschst und hörst und dich dafür die Spiritualität so ein bisschen mehr öffnest. Ja, und höre auch dabei auf dein Gefühl, auf die Botschaften deines Herzens. So, das war heute der Stand der Dinge jetzt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Sollte dir dieses Video gefallen haben, freue ich mich sehr über einen Like. Dann kann ich das auch wirklich für mich annehmen. Das hat für viele gestimmt, das hat für viele gepasst, hat euch vielen gefallen. Seid ihr also viele mit in Resonanz gegangen und die Dislikes werte ich dann halt so, dass es für dich heute nicht gepasst hat. Ist auch in Ordnung. So, und wenn das der Fall war, abonniere einfach meinen Kanal. Also rechts unter dem Video klicke auf den Button Abonnieren und natürlich klicke nochmal auf die Glocke, damit du auch direkt benachrichtigt wirst, wenn es hier etwas Neues vom Kanal Reka gibt. So, meine Lieben, ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.